Zurück in The Evil Within geht es weiter mit unserem runden Raum, wenn das denn ist. Das weiß ich gerade nicht. Ich nehme gerade am Stück auf. Und es ist direkt eigentlich nach der Sequenz. Es könnte also der Raum sein. What? Was ist das bitte? Zur Hölle. Ich will da überhaupt nicht hingehen. Das sieht doch schon so unheimlich aus. Muss das sein? Rundschau gucken. Oh, nein. Jetzt habe ich einen Schuss verplempert, ich Dummerle. Und das war auch mein letzter Pistolenschuss. Toll. Toll. Wie blöd bin ich denn, wenn jetzt hier oben eine Statue ist? Echt. Könnte ich mich schon wieder selber, ne? Den Arsch beißen. Ganz ehrlich, wie blöd ich manchmal bin. Oh, das ist nach einer Sequenz und es ist ein relativ runder Raum. Es ist immer wenigstens gut zu wissen, wenn ich es denn wenigstens wüsste, wo. Und Statue. Ist aber auch so dunkel. So dunkel. Aber auch nicht fliegen. Bin überfragt. Ob es der Raum wohl überhaupt ist? Also dieses nach Sequenz kann man stehen bleiben. Und Rundschau gucken, aber auch nicht fliegen oder was war das? Warte mal, sollte man ja auch nicht fliegen. Das ist für mich eher so ein Hinweis, was oben ist. Lieber Maître. Aber ich bin mir da nicht sicher und ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Hallo. Oh, hier liegt ja noch was. Notiz aus Höhle. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören, aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50 und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Oh. Okay. Sieht aus, als wäre hier schon mal jemand gestorben, wenn es nicht aber noch eine lebende Leiche ist. Ich habe ein bisschen Angst, hier hinzugehen. Das sieht nämlich aus, als würde da was rauskommen. Hallo. Da kann man gucken, was ist hier? Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Okay. Ist das schlau gewesen, den hier runter zu machen? Mein Lieber? Vielleicht ist dadurch ja die Falle jetzt, Okay. Ja, keine Ahnung. Mach sie einfach so rein. Okay, vielleicht hätte ich den Text noch aufmerksamer lesen sollen oder so. Ja, wieder in dem runden Raum, wenn das denn ist. Das kann doch nicht sein. Mir fehlt doch noch die dritte Statue. Dann nimm das nochmal mit, hier den ganzen Kram. Das grüne Glibberzeug auch. Vielleicht ja hier oder? Nee, da war ich doch bestimmt schon. Alles hier noch nicht eingesammelt. Hier vielleicht ist ja auch irgendwas, genau. Guck mal, jetzt habe ich auch noch meinen Schuss. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Falls ich die Statue irgendwo sehe oben, habe ich noch mal eine zweite Chance jetzt. Ist das da oben eine Statue? Das ist irgendwie so eine kleine Klingel, ne? Was ist das für eine kleine Klingel?
bei all den Holzbalken. Das hier. Das meinte ich, aber sieht aus wie so eine kleine Klingel. Bin ich doof? Ist die denn hier? Die könnte auch natürlich einfach auf so einem Regal stehen. Das ist halt die Frage. Machen die das so, dass man sie echt anschießen muss? Oder da irgendwie? So bei den Holzbalken. Man kann immer so ein bisschen besser in die Ferne gucken, wenn man... Bin wahrscheinlich völlig falsch hier, ne? Oh, ich dachte gerade, ich sehe sie hier auf dem Boden. Aber nein. Das soll es auch nicht sein. Ja, ich denke mir das nur gerade, weil der so relativ rund ist, der Raum. Und es halt gut passen würde. Und es hieß ja auch, wie gesagt, je nach Blickwinkel und so. Oder bezog sich das auf was anderes? Ist das da oben eine Statue? Nein, es sind alles manchmal auch nur so Spiegelungen von den Steinen. Ihr seht, ich habe es jetzt gerade versucht einfach mal. Das ist schon gemein. Vor allem, wenn man so Tipps bekommt, dann ist man ja noch mehr dran, das zu finden. Nach Sequenzen kann man stehen bleiben, sollte man nicht, aber auch nicht fliegen. In einem runden Raum kann man rundlaufen und Rundschau gucken. Das ist mein Tipp, den ich bekommen habe für die dritte Statue. Also, mit vollem Rätselspaß hier. Na gut. Also, nochmal. Ich spürte einen Luftzug, aber wie rum gehört er? Die Chancen stehen 50-50 und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und kann mich nicht entscheiden. So viel, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Also. Hat die Leiche hier irgendwie geholfen? Also, er ist es natürlich, der seine Frau jetzt nicht in die Arme schließen konnte. Was schon ziemlich fies ist. Und dann hat er sich entschieden und das Falsche genommen. Also, genauso wie das, was wir gerade entschieden haben, nur dass er nicht neu laden konnte. Wie man gesehen hat. Es ist zwar aufgegangen, aber hat uns mit in den Tod gerissen. Und das wollten wir eigentlich vermeiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Statue höchstens in irgendeiner Ecke ist. Aber gut. Ich lasse es mal hier mit der Statue, sonst komme ich nie voran. Und nehme natürlich diesmal das Gesicht nach links. Habe ich alles mitgenommen? Und so? Dann versuchen wir es nochmal. So. Jo. Das war die zweite Chance. Und wir gehen weiter. Kontrollpunkt. Hier geht's weiter. Eine Spritze, das finde ich gut. Die benutzen wir auch direkt mal. Wie gesagt, kann man alles nochmal machen, wenn es richtig, richtig blöd läuft. Ich mache halt erstmal einfach weiter und schaue mal, wie weit ich komme. So wie am Anfang, wo ich gespielt habe und auch oft gar nicht wusste, wie es läuft. Und ja, es einfach versucht habe, aus dem wenigsten das Beste zu machen, sozusagen. Oh, was ist das gewesen? Was ist das hier? Irgendwelche Lichtreflexe? Okay. Ich nehme mal die Schrotflinte. Hallo. Okay. Was ist jetzt los? Jetzt ist alles irgendwie so viel mehr nach Realität aussehend. Was passiert hier mit unserem Protagonisten? Der ist doch auch irgendwie nicht normal. Der hat doch irgendwelche komischen Fantasien. Der wurde eingewiesen, keine Ahnung. Jetzt erinnert er sich wieder an das Krankenhaus, wahrscheinlich, wie es wirklich aussieht oder so. Doc.
Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Oh nein, nicht schon wieder. Das letzte Mal waren es so diese Dinger mit den Ketten. Doktor? Was ist denn jetzt wieder los? Oh nö. Ja, komm, gib mir Muni. Wieso bin ich auf einmal hier? Was ist hier los? Tagebuch von Sebastian Castellanos, 16. Juni 2009. Heute ist Lilis erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann, denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Aha. Sie ist wieder da. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Werde ich jetzt hier einfach angegriffen, ohne dass man mir hier nochmal was schenkt? Oder so? Vielleicht werde ich auch wieder verfolgt. Oder so? Oder wir landen gleich wieder da zurück, wo wir eigentlich herkommen. Kannst ja die Flasche mitnehmen, wenn es dir irgendwie hilft. Ja. Hast du deine Lampe? Sehr schön. Dann mache ich die mal an. Vielleicht sehe ich dann ja noch mehr. Ach so, warte mal. Nach einer Sequenz. Runder Raum. Hey, der ist es doch bestimmt. Das ist doch ein runder Raum. Rundschau gucken. Fliegen. Der ist das doch. Das passt doch viel besser mit runder Raum. Also wenn der nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Hm? Dann habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal total daneben gelegen. Aber es hätte ja auch der sein können. Aber Sequenz, runder Raum. Das wird der doch sein. Vielleicht, naja, das mit dem Fliegen weiß ich jetzt nicht so recht, was das heißen soll. Vielleicht irgendeine Andeutung auf... Warte mal, du könntest ja auch mit der Flasche vielleicht die Statue runterhauen. Ist die da drinne? Die ist da drinne! Wo ist sie? Wo ist der Schlüssel? Ha! Ich bin gut! Und das mit dem Fliegen war natürlich ein Hinweis auf die Kanonen oder was. Die Dinger, die fliegen können, kommen da oben rausgeschossen. Maître, du bist ein Genie! Das hat Spaß gemacht. Mehr davon. Ich habe sie alle gefunden. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. Nein, 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 nein. Nein. Wie bitte? Ich hier noch voll am Freuen. Kommt da auf einmal so ein Megavieh mit 3 Köpfen oder was? Hallo? Muss ich irgendwo eine Tür rein oder
Gut, das müssen wir jetzt nicht nochmal lesen. Die Statue habe ich die jetzt auch nicht. Weil dann hole ich mir die natürlich auch direkt nochmal. Verschwende auch keine Muni. Da ist sie wieder. In dem Teil drin. Ich fasse es nicht. Ja, toll. Jetzt ist sie da nicht rausgekommen. Prima. Wenigstens dafür war der eine Pistolenschuss gut. Wo war das denn jetzt? Wo soll ich hin? Da. Ich habe Angst. Und ich weiß nicht, wohin. Lauf, 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 lauf! Hallo? Geht's noch? Hier sind wir jetzt wieder. Und nein, er wieder. Ruvik. Wie, das war's? Kapitel 8 überlebt? Das war das Kapitel? Das war ja jetzt irgendwie echt kurz. Krass. Okay. Cool. Also da freue ich mich vor allem, weil wir jetzt auch die Schlüssel alle haben. Huhu, geschafft. Ja, auch kurze Kapitel kann es geben. Dann würde ich sagen, nächstes Kapitel. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Ach, unsere nette Krankenschwester hat uns wieder wach gemacht. Da ist sie doch schon. Und wir wieder hier in unserem Sie Bett. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Ja, ganz, ganz schlimme, heftige. Hätten Sie da vielleicht mal einen Beruhigungstee oder so? Wir können aber einfach raus, ne? Wie Sie auch. Nein. Was? Lass mich los! Lass mich los! Okay. Lass mich los! Lass mich los! Wo denn? Erinnerungen können ungewiss sein. Lass mich los! Lass mich los! Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Okay, sie ist aufgestanden und... Warum kommen da jetzt wieder eklige Käfer aus dem... Ich will da gar nicht länger gerade hingucken. Ich will erstmal auf den Stuhl. Lass mich los! Lass mich los! Was ist denn los hier? Nein. Nein. Wo ist denn der Irre? Lass mich los. Der hier? Weiß nicht, wo? Und anscheinend kommen wir in die andere Welt, wenn wir, weiß nicht, wo der ist. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Sie sitzt da jetzt auch wieder. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder auf den Stuhl. Weil wir haben wieder Glibber eingesammelt. Und darum kümmere ich mich jetzt erstmal. 7600. Ich würde sagen, wir pimpen mal die anderen Waffen weiter auf. Das kann ja nicht schaden. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Wir könnten auch den Nahkampfschaden erhöhen, aber ich würde sagen, kümmern wir uns einfach mal hier um diese Geschichte hier. Scharfschützengewehr, Schrotflinte könnte man auch erhöhen, natürlich. Aber
so viel Munition, dass ich jetzt die Magazinkapazität erhöhen will, finden wir meistens eh nicht. Deswegen würde ich eher den kritischen Schaden erhöhen. Wie von der... Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Komm. 6100 haben wir noch. Und wir könnten auch die Feuerrate erhöhen. Oder wir gehen auf... ja, auf das Scharfschützengewehr. Aber auch da findet man so selten eigentlich... Reichweite, Spanngeschwindigkeit finde ich jetzt nicht so wichtig. Dann doch eher die Schrotflinte nochmal irgendwie aufpimpen. Benötigte Punkte 1000, 6100, benötigte Punkte 4000 kostet das kritisch zu erhöhen. Aber ich mach's mal. Ich mach's einfach mal. Und verbessere einfach mal die Schrotflinte. So, wir haben noch 1100. Was kann ich noch machen? Vielleicht bei der Reserve doch noch mal was aufstocken oder so? Können wir hier irgendwas machen? Das ist ja doof. Ja, die Nachladegeschwindigkeit vom Scharfschützengewehr zumindest. Das wäre auch schon mal was. Dann mache ich das. Besser als nix. Uns bleiben noch 100. Ich habe ordentlich die Schrotflinte verbessert. Ich hoffe, das war irgendwie halbwegs klug. Aber ich finde, auch wenn man wenig Munition findet, für die Schrotflinte... Dann ist es ja umso besser, wenn das Ding ordentlich Power hat. Ich speichere nochmal. Aber ich kann nicht speichern. Schade. Wieso kann ich nicht speichern? Ja, dann mache ich das erstmal hier mit diesem komischen Bild, was auch immer das auf sich hat. Oh, jetzt sieht alles hier irgendwie wieder ganz anders aus. Und jetzt kann man auch hier Sie speichern. Sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja, haben wir auch gerade, sozusagen. Aber auch die Bilder und alles ist jetzt verzerrt. Es wirkt wirklich alles wie so eine verzerrte Realität und als ob man so Stück für Stück... Gott, was ist jetzt mit dem Bild los? Gerade eben war das so richtig creepy. Es ist auch immer noch creepy, aber... Warum werden die nicht angezeigt? Und der Mann da sieht ja auch voll aus wie der Doktor irgendwie. Eine von denen ist ja vielleicht auch diese komische The Ring-Tussi, die uns immer verfolgt. Und der kleine blonde Junge sieht aus wie der Patient. Der eine vom am Anfang des Spiels immer, den wir schon mal gesehen haben. Feuer auf Anwesen, Brand erfasst Kinder, Mädchen schwer verletzt, wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano-Anwesen gespielt hatten, fielen den Flammen zum Opfer. Tochter 17 fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Oh. Okay. Ich weiß wirklich nicht, was mit unserem Sebastian Castellanos los ist. Irgendwas stimmt nicht. Es ist, als ob er sich irgendwie nach und nach erinnert, aber selbst diese Erinnerungen immer wieder auch verzerrt noch dargestellt werden. Ich denke, wir werden schon der Wahrheit langsam immer näher kommen. Hoffentlich im nächsten Part von The Evil Within. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis dann.